Ja. Einverstanden. Da müssen wir noch mal oben oberen Turm. Also hier haben wir den Hebel umgelegt. Einverstanden. Ja. Vorwärts. Müssen wir noch mal im oberen Turm gucken, ob wir da was übersehen haben. Also ob die. Nein, die Treppe ist definitiv noch geschlossen. Wenn sie denn überhaupt aufgeht. Sofort. Es soll geschehen. Dann gehen wir jetzt wieder in den Harpienturm und gucken da, was im Erdgeschoss ist, bevor wir uns mit den Hampelmännern da drüben beschäftigen. Es soll geschehen. Sofort. Weil hier können wir definitiv nach unten. Man sagt, dass das Schicksal die Tapfer wohlgesonnen ist. Wir wollen herausfinden, ob ihr den Mut wahrer Helden besitzt. Was ihr sucht, ist in einer der 6 Kisten. Die anderen Kisten bringen nur den Tod. Wählt, wenn ihr euch traut. Okay. Vorwärts. Dein Befehl. Ich habe mal einen Quick Save gemacht. Was? Wenn es sein muss. Okay. Was ist los? Wenn es sein muss. Das ist jetzt nicht so nett. Laden wir mal lieber. Was? Wenn es sein muss. Wie kann ich sofort? Der hat uns angelogen. Ah. Nicht wie lange ich noch durchhalte. Wie kann ich helfen, gewiss? Noch eine Geschichte und ein. Eine Keule. Ja, die Geschichte von Sir Gideon. Dieses vergilbte Pergament, das bereits in den Karten eingerissen ist, ist dennoch erstaunlich widerstandsfähig. Ich kopiere es schon mal. Ja, es hat eine fast lederartige Oberfläche. Obwohl es in einer unbekannten Sprache geschrieben wurde, drehen und winden sich die Wörter auf der Stelle, als ihr sie überfliegt. Sie übersetzen sich vor eurem geistigen Auge selbst in die Gemeinsprache. Und da erhob sich Eriklas aus seiner Ruhestätte in der Wüste und der Sand stieb von dem Azurblauen-Wurm ab. Wie durch einen Sturm entfacht, seine Flügel schlugen und blähten sich im Wind wie die Segel der mächtigsten Galeonen und tausende Sandkörner tosten über uns hinweg. Jedes ein kleines, stechendes Insekt, die Furcht, die Fürst Maloradex Besitz ergriffen hatte, suchte auch unsere Herzen heim. Wir verspürten den Drang, unsere Pferde zu wenden und mit unserem Fürsten gen Osten zu fliehen, auf das wir hinter den Mauern der Burg Schutz zu finden vermochten. Aber dann begann der tapferste der Hüter-Ritter wahrscheinlich, Gideon mit seinen mächtigen Zweihänder auf sein Schild zu schlagen. Zweihänder und Schild, der muss stark sein. Der hallende Ton gab uns Gelegenheit, uns zu sammeln, während er das Pfeifen des Windes übertönte.
Das Klirren von Metall auf Metall sang eine Hymne zu Ehren von Helm, und Mut erfüllt unsere Herzen. Zu mir, meine Brüder, rief er, steht eure Herzen und zieht eure Waffen. Das Untier wird uns nicht bezwingen, unser Leben für unseren Fürsten. Und durch Gideons anfeuernde Worte und den hallenden Gong, den sein Schwert erzeugte, hielten wir die Stellung, als das Untier uns in der Luft umkreiste. Die Furcht spülte wie eine Woge über uns, geht aber harmlos von uns wie Wassertropfen ab. Dein Befehl? Es soll geschehen! Einverstanden! Okay. Es soll geschehen! Das heißt, wir... Ist etwas nicht in Ordnung? Werfen hier mal Zauber an. Brauchst du mich? Machen wir noch ein paar stärkere Sachen an. So, jetzt können wir hier reingehen. Ja. Wir wollen keinen Ärger. Gut. Wie lautet deine Aufgabe? Dann werf du noch eine Verteidigungskoordination an. Jetzt erstmal den da. Dein Befehl? Ich werde tun, was ich kann. Ja. So, der Djinn stirbt schnell. Was, wenn es dein Wunsch ist? Wie kann ich helfen? Weiter! Gut. Level Ups. Hey, Level Ups. Stufenerhöhung. Wir kriegen einen zusätzlichen Waffenpunkt. Rüstungswerte. Zauber des vierten Grades. Ui. Zwei Händer mal. So, du kriegst auch zusätzliche Waffenfähigkeit. Auch ein Priesterzauber des vierten Grades. Okay. Ach, dritten Grad hatten wir schon gekriegt. Ja, wie nett. Dornwachstum ist nett. Insekten herbeirufen. Das ist ganz nett. Weil solange er von den Insekten gestochen wird, halt das da. Ist erstens seine Rüstungsklasse niedriger und er kann schlechter zaubern, Waldgeschöpfe rufen. Ja, und Waldgeschöpfe rufen, eine Nymphe rufen, ist nie verkehrt. Fernsicht, Feuer erzeugen. Rieseninsekt brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schutz von negativer Energie oder... Und nein. Sowas geben wir dir. Du kannst eigentlich dieselben Sachen wie sie. Ein Schuss vor dem Bösen im Radius 3 Meter. Den könnten wir gut gebrauchen. Ihr erhaltet einen Bonus von +2 auf eure Rüstungsklasse, +2 auf eure Rettungswürfe sowie die Immunität gegen alle Zauber, die auf einer Bezauberung basieren. Ja, das könnten wir wirklich gegen unseren Drachenentgegner zum Beispiel brauchen. Dein Befehl. Einverstanden. So, was haben wir? Sehr viele schöne Sachen.
Flasche des Genie, eine leere Flasche. Ja, gut, mal gucken. Probe der schillernden Farben. Der Umhang gibt dem Träger minus 3 auf Rüstungskasse und kann alle anderen Formen magischen Schutzes kombiniert werden. Das heißt, er kann beispielsweise über eine magische Rüstung getragen werden, ganz im Gegensatz zu einem normalen Schutzumhang. Das würde dich auf minus 10, minus 8, bei dir bringt es nichts, minus 7. Wer trägt gerade keinen? Was trägst du eigentlich? Ja, nimm du den mal. Riemen. Gegen Spaltwaffen. Wer trägt noch keinen Riemen, dann kriegst du den. Feuerschutzring. Von mir aus. Noch ein Schutzring plus 2, den wir nicht benutzen. Stiefel der Bodenhaftung. Ja, von mir aus. Das ist Elektrizitätsschaden. Böse Erzmagierrobe kann verkauft werden. Verkaufszeug trägt er hier. Das ist ein Feuerstab, oder? Ja. Schießt Feuerball ab. Genau. 10 Ladungen. Und Stecken der grimmigen Heckenweide beschwört Skelette oder Zombies dreimal täglich. Kann nur verwendet werden von bösen Leuten. Also können wir das Ding als Andenken aufheben. Kann ich helfen? Das macht mir nichts aus. Da ist noch ein immer voller Beutel. Feuersaat. Hä? Was macht die Feuersaat? Durch den Zauber Feuersaat sind diese eigentlich harmlosen Samen durchdrungen mit explosiv flammender Magie. Wenn sie auftreten, erleiden alle Wesen im Umkreis von 1,50 Meter Schadenspunkte. Mit einem Rettungswurf kann der Schaden halbiert werden. Ach, die kann man werfen. Also ja, zwei nimmervolle Beutel. Ein Flegel. Ein Feuerflegel. Warte, so einen trägst du doch schon. Ja. Kann also der zweite verkauft werden. Der kann auch wieder von niemandem getragen werden. Okay. Feuerbeeren. Wie kann ich am überhaupt kein Problem? So, und als letztes haben wir hier Geld und Schmuck. Und Handschuhe. Ogerkrafthandschuhe. Ja. Lineator plus 1, das kann verkauft werden. Der Feldharnisch ist sicherlich auch ein plus 1er, der verkauft werden kann. Geladene Streitachs kann auch verkauft werden. Ring der Handlungsfreiheit. Trägst bis jetzt du ein. Kriegst du mal ein. So. Ja, es soll geschehen. Dann haben wir noch hier die Djinn-Waffe. Gucken wir uns die noch an. Himmelswind ist eine W4er Krummsäbelwaffe.
Okay. Auch nur ein Andenken. Sag, was du einverstanden. So, ich würde aber sagen, bevor wir uns weiter umschauen, speichere ich mal wieder. Das wäre dann speichern LP005. Und dann sehen wir uns gleich wieder.